Und hallo und willkommen zurück beim Castellator. Da sind wir auch wieder und suchen irgendwas Lupenartiges. Es muss irgendwas geben. Irgendwas, was wir übersehen haben, was wie eine Lupe wirkt. Ah ja. Irgendwas. Das soll was geben, was wie eine Lupe ist. Da wissen wir, die lesen sind alle gleich. Glück. Ein Regal voller Snacki-Schnick-Schnack. Ein Regal voller Snacki-Schnick-Schnack. Da gucken wir uns einfach um. Original amerikanische Eingeborenen Trommeln hergestellt von original koreanischen Eingeborenen. Hoppelreißer, die Feinde eines jeden Karottenzüchters. Es ist ein Regal voller Snacki-Schnick-Schnack. Okay, hier haben wir anscheinend alles. Enttäuschend. Aschi, gehen die Ideen aus. Oh, du lebst doch noch. Glückwunsch. Das ist auch nicht so ganz tot, wie man annahm. Und hier ist weiterhin nichts. Nett. Oh Mann. Müssen wir tatsächlich gucken, wie wir weiterkommen. Halt nach exakt zwei Dinge aus, war ein Prömpel. Und. Oh, können wir da nochmal rein? Und irgendwas, was wie eine Lupe wirkt. Gott Bosco, wirst du diesen Saustall niemals aufräumen? Gott Bosco, wirst du diesen Saustall niemals aufräumen? Vielleicht haben wir ja in unserer eigenen Spielunke was vergessen. Oder übersehen. Wer weiß. Ich bezweifle es jetzt schon mal wieder. Diese Dinge kann man nicht zusammen benutzen. Wenn wir hier nichts haben. Da war die Hand. Da war was drin. Ich habe es schon vollständig geplündert. Auf die Tür zu schließen. Ja, dann hat Kashi, keine Ahnung. Die hat keine Ahnung, unfassbar! Lass mal überlegen, Leute. Könnte wie ein Prempel sein. Oder wie eine Lupe. Überlege hammerhart. Ba-ba-da-ba. Dun-dun-da-da-da. Wenn ich in diesem Spiel ein Seil brauchen sollte, wird es wohl besser ein langes Stück sein. Was muss man noch benutzen können? Das ist mein kleiner Kumpel, bereit zur Tat. Da gewesen zu sein und es getan zu haben, das zählt.
Gut, gut, gut. Nun muss ich aber nicht wieder auseinander. Schön. Was könnten wir brauchen? Diese Dinge kann man nicht zusammen benutzen. Diese Dinge kann man nicht zusammen. Diese Dinge kann man nicht zusammen benutzen. Sind wir irgendwie ein bisschen angeschissen? Es ist eine Punktekarte vom Alligator Golf Emporium in Rumi Eyes, Florida. Ah. Wow. Das bedeutet, wir können alles umsonst benutzen. Steht da irgendetwas von Popcorn, Sam? Tut mir leid, kleiner Freund. Nee. I have no idea. Am liebsten würde ich den alten Sack die Brille klauen. Leg einen Zahn zu, Max. Ich glaube, diese Folge wird einfach nur Rätsel raten heute. Und wo sollen wir eine Lupe herbekommen? Oder etwas dergleichen. Ah, kann er das vielleicht verbiegen? Könntest du mir das hier verbiegen? Bist du verrückt? Das kann ich nicht verbiegen! Was bist du für ein schlechter Magier? So episch schlecht. Könntest du mir das hier verbiegen? Bist du verrückt? Das kann ich nicht verbiegen! Er ist nicht mein Typ. Er ist nicht mein Typ. Du bist wirklich schlecht, Junge. War hier noch irgendwo was? Ein sehr seltsamer Felsen aussieht. Das könnte der Froschfelsen sein, aber es ist alles so mickrig. Hab ich nicht mehr gesehen. Diese Dinge kann man nicht zusammen benutzen. Oh, Tashi, keine Ahnung. Es ist ein perfekter metrischer Maulschlüssel für Linkshänder, der etwas außer Form geraten ist. Langsam mache ich euch müde. Ich mache euch müde, ne? Und ich werde müde. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, was machen wir hier, Mann? Sinnlose Folge. Irgendwo haben wir was übersehen. Irgendwo. Doch nix. Bin schon hammerhart am Überlegen. Seid zurück. Und größer als eine Cola-Dose. Sogar drei Cola-Dosen. Was wollt ihr denn jetzt? Was sagt dir dein Stimmungsring? Er sagt, ich kann euch blind vertrauen, denn ihr seid Kinder des Universums. Danke.
Nun, ich glaube, das war alles. Fühlt euch wie zu Hause. Wie war das noch? Ich fühle mich wie zu Hause. Nein. Ein Kumpel hat eine neue Wohnung. Er sagte, ich fühle mich wie zu Hause. Ich habe ihn rausgeworfen. Ich mag keinen Besuch. Ha, ha, ha. Er ist nicht mein Typ. Was kann man noch? Nee. Das kann ich nicht aufheben. Nee, nix benutzen. Aber es ist ja noch nicht ganz richtig. Ich überlege gerade hammerhart, aber ist nix. Das ist ein völlig un... Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung. Muss doch noch irgendwas zum Mitnehmen sein. Das kann ich nicht aufheben. Sie ist nicht mein Typ. Das kann ich nicht aufheben. Dann habe ich ehrlich gesagt keine Ahnung. Und ich wüsste auch nicht, wie wir es machen sollen. Nö, habe ich keine Ahnung. Guck mich schon um wie ein Guter, aber... Nö. Leider auch alle Ideen. Max, lass uns gehen. Vielleicht ist hier noch was? Sam, dieser Platz ist mir unheimlich. Nichts benutzen. Nichts. Das macht keinen Spaß, wenn ich Max nicht nass machen kann. Ich gehe da auf gar keinen Fall rein. Es riecht wie ein nasser Teppich. Ich bin ratlos. In dieser Folge bin ich tatsächlich ratlos und ich muss irgendwie eine Lösung finden. Ich benutze nicht wahllos irgendwelche Leute, nur Max. Irgendwas haben wir übersehen, irgendwas hab ich übersehen. Nur was?
So, was haben wir gesehen? Auch nichts, hier ändert sich nichts, Mann. Ärgert. Gucken wir uns nochmal genauer um. Auf dem Zirkus. Da muss was sein. Anders kann ich mir das nicht erklären. Hier muss irgendwas sein, was ich übersehen habe. Nehmen wir das Händchen hier. Hier natürlich nicht. Ich nochmal den Tunnel der Liebe fahren. Nein. Das kann ich nicht aufheben. Auf einfach. Up, 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 up. Zusammen. Ja, fick dich. Noch mehr? Es ist eine goldfischglasmäßige Vergrößerungslinse. Mein Kopf sieht sowieso schon wie ein Goldfischglas aus. Fuck you. Wirklich, es ist... Das ist ein völlig unbrauchbares Ding. Auf dahin. Wirklich? Linse? Da, Mann. Haben wir hier noch was? Linse. Ich komme immer noch nicht über ihre unglaubliche Groteskheit hinweg. Habt ihr etwas verloren? Ich glaube nicht. Wenn ihr nichts verloren habt, dann verschwindet aus dem Fundbüro-Zelt. Danke. Wie empfindsam. Das sind irgendwie kriegen die Glocke? Ich glaube nicht, dass ich die psychotischen Kräfte besitze, um die Glocke klingeln zu lassen. Das ist ein völlig unbrauchbar... Wie soll man noch darauf kommen? Linse. Dass da eine Linse ist. Ich hätte eigentlich gedacht, da ist nur das Schlachtteil. Ja, wie soll man darauf kommen? Oh Mann, ich hab das Ding nicht mal gesehen. LSF vermutet jetzt, dass man vielleicht irgendwie den Hammer nehmen muss. Leg einen Zahn zu, Max. Machen muss oder man irgendwie den Hammer rausklammern kann an diesem Spielding. Oder dass da vielleicht jetzt doch noch irgendwie ein Preis rauskommt oder ich weiß nicht was. Ich hab irgendwas. Ich hätte jetzt einfach gedacht, wir müssen den Hammer da. Oder dass es da irgendwie eine Kuriosität gibt. Aber eine Linse? Ich verarsche das Spiel. Na gut, wir kommen endlich weiter. Wir kommen weiter. Das ist gut, das ist toll, das ist schön. Okay. Ich habe die Vergrößerungslinse vor dem Fernglas befestigt. Das sieht wie ein ganz normales, fest installiert. Aha. Nun. Dies ist das Plateau des ewigen sauren Regens. Ja, wir kommen endlich weiter, das freut mich jetzt, das macht mich glücklich, das stimmt mich sehr. Ein Felsen. Und er liegt zwischen den beiden Dingern, die Shavul erwähnte. Das muss der Froschfelsen sein. Gut, wir haben den komischen Felsen gefunden. Was anderes? Der größte Baumstumpf der Welt. Okay. Ich glaube, ich sehe den Froschfelsen. Gut, wir sehen den Froschfelsen. Tut mir leid, dass wir jetzt hier in dieser Folge größtenteils rumgesucht haben. Aber das bleibt bei solchen Spielen nicht aus. Wenn Click and Point Adventure, du musst herausfinden, wie du weiterkommst, ob du weiterkommst und wie du es machst.
Bleibt nicht aus, dass du dich halb tot suchst, sondern irgendwie per Zufall auf irgendwas stößt, was du gebrauchen kannst. Bleibt nicht aus, Leute. Dafür lieben wir ja diese Spiele, indem wir einfach unseren Kopf benutzen. Aber ich will meinen Kopf nicht benutzen, sagte Rex. Toy Story 3 Zitat. Nein, Toy Story 2 Zitat sogar. Nicht 3. 2. Rock, Rock. Froschfelsen. Auf Englisch klingt's geiler. Er sieht aber nicht aus wie ein Frosch. Das sieht nicht gerade wie ein Frosch aus. Mein Glaube an das Gute ist durch diese unverschämte Touristenfalle erschüttert worden. Ich will mein Geld zurück. Wir haben aber nichts bezahlt. Egal, es sollte mir aber besser jemand Geld geben. Hab ich doch gesagt, er sieht nicht aus wie ein Froschfelsen. Oh Mann. Yetia. Jetzt wird's widerlich. Das ist unheimlich, Sam. Es ist nicht unheimlich, es ist eklig. Es ist bäh. Es ist Yeti. Es ist einfach Yeti bäh. Das ist unheimlich, Sam. Nein, es ist bäh. Einfach nur bäh. Und jetzt müssen wir das Zeug darüber streuen. Also wenn jetzt nicht was Geiles passiert, ne? Bin ich enttäuscht. Nun? Abwarten. Hier wird es aber schnell dunkel. Ich glaube nicht, dass dies eine natürliche Ursache hat, Max. Vielmehr glaube ich, dass wir Zeugen irgendeines himmlischen Ereignisses sind. Glaubst du, dadurch wird der Felsen einem Frosch ähnlicher? Bedeutet etwas, Sam. Wirklich? Ich wusste doch, diese Wurmwurfsmänner sind außerirdisch. Ich wusste es doch von Anfang an. Das Ding sah nicht menschlich aus. Ja, geht zur Bampus Villa. Ihr habt doch gesagt, das Ding ist nicht menschlich. Ich hab's von Anfang an gesagt, ihr könnt's bezeugen. Aber wie krank ist das denn? Was ist diese Musik? Dies ist Conroys Welt. Wenn ich jemals so reich und berühmt werde, möchte ich, dass du mich erschießt, Sam. Es wird mir eine Freude sein. Bitte erschießt mich aber als erstes. Das ist abartig. Es ist üblich, Geld da reinzuwerfen. Soll ich die Moneten? Ich wünschte, dieses Spiel wäre schon zu Ende. Hey! Auch mein! Stopp! Komm zurück! Dieser Bon nimmt wohl alles sehr wörtlich. Ja, bitte wünsch dir das nicht mehr. Wollte noch kein Ende haben. Schaut euch nur überall in der Villa um, aber um Piets Willen fasst ja nichts an. Howdy, Partners. Ich bin Conroy Bumpus. Willkommen. Oh Gott, ich muss ihn ansehen, damit er spricht. Es ist ein Makrohart-Reinigungsroboter. Ah, okay. Das kann ich nicht aufheben. Ich wollte dahin laufen, aber danke. Ja, anscheinend tut er auch wild jagen, dann weiß ich das nicht. Das ist Conroys erste Gitarre.
Man sagt, er lernte 2 Wochen lang intensiv die Gitarre zu spielen, sah ein, dass er zu doof dazu war und mietete sich eine Begleitband. Diese Geschichte erwärmt mein Herz. Das tun Verkehrsunfälle auch. Es ist ein Porträt von John Muir. Wer zum Teufel ist John Muir? Wer John Muir ist? Oh Gott. Hey Jungs, dieser Wicht weiß nicht, wer John Muir ist. Das ist nicht dein Ernst. Was für ein Hinterwäldler. Was für ein Einfallspinsel. Sam, die toten Tierköpfe sprechen zu mir. Wo? Die dort oben. Nun? Aber... Du solltest wirklich keine Scherze über tote Tiere machen, Max. Aber... Ach komm schon, lass mich. Ich bewundere gerade dieses Porträt von John Muir. Aber wer ist John Muir? Willst du das wirklich wissen? Wenn ihr aufhört zu sprechen, ja. Okay, stimmt ein, Jungs. Es gab mal einen Mann, der nannte sich John Muir. Naturforscher war er, von allen geliebt. Er lebte in Wald und Flur. Er schützte die Bestien, ob groß oder klein. Er packte fest zu, war sich selbst nie zu fein. Seine Liebe zu Tieren im Allgemeinen. War unumstritten und pur. Wir machen bei der nächsten Folge weiter. Das war jetzt zu creepy. Bis dann, euer Kashi. Oh Gott. Haut rein, bis zum nächsten Mal und tschüss. Creepy.